Strahlender Sonnenschein und eine spannende Ausstellung lockten am Sonntag zahlreiche Besucher zum Tag der offenen Tür auf das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Hersfeld. Große und kleine Feuerwehrfahrzeuge und viele Ausrüstungsgegenstände und Rettungsgeräte gab es zu bestaunen. Gemeinsam mit dem DRK zeigten die Feuerwehrleute verschiedene Einsätze aus dem Bereich der technischen Hilfeleistung, wie zum Beispiel die Rettung einer vom Feuer bedrohten Person von einem Balkon. Der in Not geratene wurde bei der Übung vorsichtshalber von einem Dummy dargestellt, dem es allerdings etwas an Körperspannung fehlte. Für die Kinder war ein spannender Spielplatz aufgebaut worden. Hier konnte man mit einer richtigen Spritze ein echtes Feuer löschen. Für Essen und Getränke war natürlich auch reichlich gesorgt und wir haben ein neues Tanklöschfahrzeug oder ein Staffellöschfahrzeug, so nennt sich das heute. Und da stehen wir gerade davor, Staffellöschfahrzeug 2025, 2500 Liter Wasser mit einer Pumpe drinne, die bis zu 3000 Liter Wasser in der Minute fördern kann. Und wir werden dadurch ein altes Fahrzeug ersetzen, und zwar ist das das Fahrzeug, was auf der linken Seite steht, ein TLF 1625, über 31 Jahre im Dienst der Stadt Bad Hersfeld gestanden. Der Preis liegt roundabout mit allem drum und dran, mit Fahrgestellaufbau, bei knapp 300.000 Euro.